Ja, und damit wünsche ich euch dann auch wieder herzlichst willkommen zurück bei einer weiteren Folge Apigo. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende und ich hoffe, ihr werdet auch frohe Ostern haben. Genau, so, in der letzten Folge haben wir uns endlich darum gekümmert, ein bisschen die Farm aufzuräumen. Hier unten sind die nachtaktiven Bienen, die beiden sind noch leer. Hier oben sind die anderen Bienen. So, alles klärchen. Dann gucken wir mal. Okay. Ja gut, das wird wahrscheinlich auf die da. Das heißt, wir müssen. Weil die müssen ja in der Dämmerung kommen, die Dämmerbiene. Die sind beide nur nachtaktiv. Wie soll denn das funktionieren? Okay, gut. Ja. Dann müssen wir halt gucken, wie wir das hinbekommen. So, alles klar. Ich glaube, hoffe mal, das müsste jetzt eigentlich gehen mit der Musik. Ich habe jetzt mal die Musik etwas leiser gemacht. So, einmal die da rein. So. Dann machen wir gleich hier weiter. Füllen einmal die Bienenstöcke wieder auf. Da fehlt einer. Die sind da raus. Stimmt, stimmt. So. Einer ist wahrscheinlich noch in der Wachstumsstation. Ja. Da sind auch noch ein paar. Ups. Klärchen. Dann gucken wir mal gleich weiter. Ich muss mal ein bisschen gucken, wie... Moment. Spinnt mein OBS ziemlich rum mit der Audio. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Ja. Ja, das müsste eigentlich funktionieren jetzt so. Mal wieder rüber gucken. Ja. Das ist gut. Ich muss aber noch ein bisschen mehr ins Mikrofon reinreden. So. Alles klärchen. Dann machen wir die hier gerade weiter. So. Und die auch. Wundervoll. Alles klärchen. Genau, dann habe ich ja gesagt, in der nächsten Folge ziehen wir uns hier einen Weg rein. So, ich gucke da mal gerade. Hoppala, mache ich hinsetzen. Von so. Jetzt aber. Und zwar ja, gut, ich würde mal sagen, wir machen hier so einen kleinen Bereich in die Mitte. Ich würde den schon. Der muss hoch. Warte mal. Ach mein. Ups. Mein Kanister ist ja noch hier drüben. Der kommt da mal rein. Nein, die Zentrifuge ist auch weg. Die haben wir jetzt, die automatische. So, der ist gefüllt. Eieieiei. So, ich hoffe mal, das funktioniert jetzt soweit. So, ja. Ja. Okay. So, machen wir den noch komplett randvoll. Nehmen wir hier wieder unsere Bienenstöcke, Bienenwaben, Kästen, Rähmchen, wie auch immer, raus. Gucken wir mal ganz kurz. So, der hat noch keinen. So, der hat, alles klar, der hat noch nicht. Sind es nur drei? Ach, die anderen drei sind schon gefüllt. Alles klar. Gut, das erklärt natürlich einiges. So. Das würde das erklären. Genau, der macht soweit. Okay. Gut, alles klar. Wenn der hier leer gemacht ist, mache ich den auch darüber. Weil die müssen ja neben Bienenstöcken sein, die aktiv sind.
So. Weil hier, da stehen ist ein bisschen doof. Der hat nämlich nur zwei aktiv, deswegen packen wir den einfach daneben. Dann hat er nämlich genauso viel und dann funktioniert das Ganze auch viel besser. So. Genau, dann machen wir da so einen kleinen Bereich hin, stellen da die ganzen Werkzeuge einfach in die Mitte. Den Schwärmer, also den hier und den, das alles einfach in die Mitte, einen schönen kleinen Bereich. So. Die Blumensamen erstmal da wieder rein. Dann einmal kurz hier, zack, zack, zack. Dann hat einer von denen nur drei. Der hat nur drei. So, jetzt hat er wieder seine sechs. Die Biene. Die Biene. So. Die Zentrifuge kann weg. Die brauchen wir nicht mehr. Ja, komm. Mit dem kann ich eigentlich den Rest hier noch reinfüllen. Das müsste eigentlich funktionieren. Ja. Aber ich brauche, glaube ich, noch einen. Ich müsste eigentlich noch einen Kanister haben. Ja, guck mal, ich habe da noch einen. Ich muss nämlich noch Wasser auffüllen. So, dass das auch weiterläuft. Und den Tank auch noch leer. Zumindest so gut wie. So. Alles klärchen. Bärchen. So. So, so, so. Alles klärchen. Dann kommt die Bank erstmal. Machen wir noch da. So. Genau, das war die Schläfrige, die ist. Ah, die haben wahrscheinlich schon das Mikroskop reingemacht. Das hat aber nicht so ganz funktioniert. Da muss ich gucken, wie das funktioniert. Aber die sind beide nachtaktiv. Achso, das ist der Hybrid. Traumbiene, Leuchtenbiene sind nämlich beide nachtaktiv. Mist. Mal kurz, vielleicht sagt ja Binyamin was dazu. Das ist der Binyamin. Ich kann mir den Namen nicht merken bei den Leuten hier. Heißt der Binyamin? Ja, Dr. Binyamin. Und zwar suchen wir die Dämmerungsbiene. Normalerweise versteht man darunter die Zeit zwischen 1 und 4 Uhr morgens. Ja, toll, das bringt mich nicht weiter. Fröbel. Das bringt mich echt nicht weiter. Hm. Mist. Okay. Gut. Ja, dann. Probieren wir es halt einfach weiter. Vielleicht haben wir ja Glück. Traumleuchtend. Vielleicht haben wir ja Glück. Vielleicht ploppt die ja einfach irgendwie raus. Bis. Diese Bienen mögen dieses Klima nicht. Das ist zu kalt. Hä? Seit wann das denn? Biene? Leuchtende Biene. Seit wann denn? Die Biene ist zu kalt. Hä? Was? Gab's ein Update? Habe ich davon nichts mitbekommen? Diese Art ist nachtaktiv und bevorzugt folgendes Klima gemäßigt. Ja. Dämmerungsbiene. Hä? Habe ich irgendwas verpasst? Wieso können wir die jetzt auf einmal mit zwei Bienen machen? Ja, das macht mehr Sinn mit der schläfrigen Biene. Die ist nämlich dämmerungsaktiv. Was?
Okay, jetzt bin ich komplett verwirrt. Also eine Traumbiene und eine Dämmerungsbiene. Eine schläfrige Biene. Halt. Ich will kurz ein Mikroskop reinmachen. Fuck. Also jetzt bin ich aber komplett. Oh, ja, einer hat auch gefehlt. Jetzt ist aber komplett verwirrt. The fuck? Also die ist Dämmerung aktiviert. Das macht auch mehr Sinn. Die Traumbiene und die schläfrige Biene. Die sind dann eher. Hä? Dann machen wir doch so rum. Habe ich das übersehen? Jetzt bin ich ziemlich verwirrt. Es kann sein, dass ich das übersehen habe irgendwie. Das ist möglich, dass ich da einfach komplett dran vorbeigelatscht bin. Aber ich glaube, das ist auch normalerweise nicht normal, dass es zwei verschiedene Arten gibt, eine Biene zu kriegen. Also irgendwie muss da ein Fehler vorliegen. Wir brauchen jetzt die Dämmerungsbiene. Eine weitere mythische Art, die angeblich nur in der Morgendämmerung kommt, wenn sie aus einer Mischung von Somnium und Somnolentus gezüchtet wurde. Somnium? Traumbiene? Und Somnolentus? Was? Und Somnolentus? Hä? Was? Ja doch! Also ich bin doch nicht blöd, das steht doch hier. Ach, leuchtende und Traumbiene. Und das macht die Dämmerungsbiene. Aber das macht gar keinen Sinn. Somnium und Sonolentus. Das ist falsch. Alles klar. Okay. Gut. Alles klar. Rätsel ist gelöst. Das ist ein Bug. Alles klar. Gut, das ist gut zu wissen. Ich dachte schon, ich bin komplett verrückt. Ich dachte schon, irgendwie ist jetzt, keine Ahnung, ist jetzt reif für die Klapsezeit, aber das macht mehr Sinn. Ja, zwei nachtaktive Bienen können ja nicht in der Dämmerung gekreuzt werden, das ist schon irgendwo logisch. Na gut, okay, alles klar. Ja gut, dann hat sich das gerade erledigt, dann gibt es da einfach nur einen Bug im Spiel. Also, für alle, die sich das Spiel selber kaufen... Die Dämmerungsbiene kann, das steht aber auch hier, Somnium und Sonolentus, also Traum und schläfrige Biene, nicht die leuchtende Biene, das ist nicht, das stimmt nicht, das ist falsch, das ist ein Bug. Gut, okay, ja, das habe ich jetzt auch zum allerersten Mal erst gesehen, deswegen, okay, ja gut, aber dann haben wir das auch gerade gefixt, alles klar, so, jetzt fangen wir mal an hier. Der Ausbilderer, dann da nehmen wir die Sachen raus, machen das weg, der bleibt, der arbeitet noch. Den brauchen wir im Moment nicht wirklich Harz. Machen wir so. Und die können da eigentlich stehen bleiben, die Fässer. So, der hier kann, genau, die beiden können schon mal weg. Die können wir nämlich nicht verkaufen, die können weg. Das Sägewerk und die Zentrifuge. Weil wir haben ja das Automatische jeweils. Das heißt, dass das passt. So, dann würde ich erstmal sagen, machen wir die hier hin. Den Schaber. Den Schabernack. Das ist jetzt auch leer, oder? Ja. Gut. Haus fett demoliert. So. Und zwar packen wir das gleich hier rüber. Ah, guck mal, da daneben. Aber es bleibt ja aufgeladen. Das heißt, morgen lädt das wieder auf. So, die Traumbiene. Die Felsenbiene. Genau. Okay. Gut. Alles klar. Ja, ich dachte komplett, ich drehe voll am Rad. Ich dachte schon, irgendwie kann das doch nicht sein. Genau, der Schabernack, der ist wichtig. Den gibt es noch nicht automatisch. So, ups, dann machen wir den Ausschwärmer. Machen wir das bisschen daneben. So, und dann würde ich sagen, die Flaschenstation können wir rüberräumen. Da
Da ist nichts drin. Wobei es eigentlich ja mehr Sinn machen würde, wenn wir das in einer Reihe aufstellen. Also quasi den Schaber hier, den dann nach da. Ein bisschen weit weg, warte mal. So. Dann hier den Fermentierer und hier den Fermentierer, da den Flaschen, den Abflöschner. So. Genau, und der macht dann die Apicola fertig, die kommt dann rüber, zack, 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 zack. Wundervoll. Oh, hi, doch, hi. Genau, dann machen wir die Quetsche nach da. Geht da jetzt ein Weg durch? Da passt ein Weg durch, alles klar. Und den Infuser da. Gut, genau, dann machen wir nämlich den Kerzending. Auch Baumstämme. Immer, dass wir. Ich glaube, noch nicht mehr viel braucht das. Ich will das noch einmal voll haben, dass wir dann nichts unbedingt verschwenden. So. Einfach nur, dass wir es haben. Bis wir die Kerzen wirklich nutzen, wird es noch ein bisschen dauern, aber ich meine. Ja, gut, ne? Schon. Zack. So. Dann nehmen wir nämlich den Kerzenwachsautomat gleich mit. Komm her. Genau, da drüber. So. Dann machen wir die Kerzen erstmal da rein. Genau. Die Flaschen und die Apise kommt wieder da rein. So. Die Nebelbiene und die domestizierte Biene. Ja, jetzt gucken wir mal. Jetzt lädt er auch wieder auf. Mit 6 aktiven. Naja, stimmt, weil er ja der Radius. Alles klar. Okay. Genau, die da unten machen auch. So, der ist jetzt voll. Der ist fast voll. Alles klar. Honigwachskanister haben wir keinen. Das heißt. Habe ich alle Bienen? Königin. Arbeiterkönigin. Ah, guck mal. Das kommt ja gerade wie gerufen. Und zwar, wenn ich mich recht erinnere, kann auch sein, dass es mich täuscht, macht die Arbeiterkönigin Honigwachskanister. Die halten viel, viel mehr. So, dann in die Zentrifuge. Eigentlich müsste ich die da unten machen, aber das ist bisschen doof, deswegen lassen wir das einfach da oben. Ja, perfekt. Habe ich doch gewusst. So. Die halten nämlich 800 Bienenliter. Nicht wie die Holzkanister mit 400. Herausnehmen. So, dann machen wir den nämlich einmal komplett leer. Und fangen dann schon mal an, unsere Flaschen abzufüllen. Je mehr Geld wir haben, desto besser. Super, 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 zack. Der kommt dann auch noch später darüber. Das Ganze schön zentriert in einem Fleckchen ist, dann machen wir halt auch einen schönen Kreis drum, also so ein Steinfeld, Boden, was auch immer. Theoretisch kann ich das einfach da drunter, also quasi das draufstellen und so einen eigenen Platz dafür machen, aber na gut. Können wir nachher auch noch machen. So. Alles klärchen. Ja, jetzt macht das auch mehr Sinn. Jetzt arbeiten die nämlich in der Dämmerung. Das könnte sogar gleich sowas werden. Das geht nämlich, glaube ich, bis 8. Das könnte was werden. Das wäre super. Dann haben wir gleich die Folge mehr oder weniger gestartet, auch wenn wir fast schon wieder fertig sind, mit einer neuen Biene. Das ist die falsche, oder? So. So, das passt, dann ist alles klärchen. Ba, 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 da. So,
Alles klar. Ich nehme den Rest gleich noch komplett raus, dann kann das gleich nämlich durchlaufen. So. Gut, da würde ich halt sagen, wir steigen dann langsam um auf Bienenwachskanister und mauern die Holzkanister weg, weil das lohnt sich nicht. Warum sollen wir die 400er behalten, wenn wir 800er haben? So, die können wir nämlich verkaufen. Bringt nur 50 Bienenrubine, aber ey, besser als nichts. Und? Nö. Na gut. Mal irgendwo noch eine. Die ist rein. Und dass es funktioniert. Traumkönigin rein. Gut, das hat nicht funktioniert, alles klar. Ach, wundervoll, guck mal, die sind auch gerade fertig geworden. Da sind immer wieder zwei Reine. Das mit dem Hybrid und Reinen mischen, um einen Hybriden rauszubekommen, ist immer so eine Glückssache. Manchmal funktioniert es, manchmal nicht. So rum. Manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Muss man halt gucken. So, jetzt haben wir es. So, genau. Dann kommt hier erstmal die rein. Hier. Genau, perfekt. So, da fange ich schon mal gleich an und zwar mache ich dann einfach hier. Ich laufe runter. Ich kann hier noch gebaut haben. Perfekt. Das muss ich da oben. Das reicht auch, wenn wir das hier haben. So. Genau, die hoheitsvolle Biene, die lebhafte Biene und die Grünschnabelbiene. Können wir gleich mal jeweils die drei wieder rausnehmen. Lassen die gleich in die Freiheit. Dass wir unserem Ziel, alle Bienen wieder in die Freiheit zu entlassen, etwas näher kommen. Genau, ich warte das jetzt, bis der Honigtank hier leer ist. Dann fülle ich den nämlich nicht mehr auf. Sondern mach dann einfach nur noch das hier komplett leer, weil alle, wenn wir das jetzt abbauen, ist alles weg. Das ist doof. So, den nehmen wir wieder mit. Genau. Okidoki, alles klärchen. Auch wieder rausnehmen. Die sind soweit eigentlich schon in der Wildnis entlassen, die seltenen Bienen, aber das kann eigentlich nicht schaden, weil verkaufen können wir die nicht. Das ist auch so der Punkt. Man muss quasi eigentlich nur, wenn man es grob nimmt, die Bienen züchten, beziehungsweise halt halten, wo man die Produkte haben wollen von, keine Ahnung, also zum Beispiel bei denen hier, die Hoheitsbienen machen ja dieses royale Gelee, das ist teuer, wenn man es kauft, und extremst nützlich, deswegen wäre es sinnvoll, die zu behalten. Keine Ahnung, die Arbeiterbienen sind auch noch ganz sinnvoll, weil die Honigwachskanister kann man für zwei Dinger verkaufen, und ich meine, die halten eine Menge Bienenliter. Und zum Beispiel die domestizierte Bienen, kurz gucken, die machen Hochglanzperlen, eine äußerst begehrte Perle, die aus gehärtetem Honig besteht, im Laufe der Zeit zu einem seidigen Endergebnis poliert wird. Das bringt einfach sehr viel Geld, deswegen, das ist halt, ich habe gerade gesehen, wir müssen die noch entdecken, okay. Das bringt halt einfach sau viel Geld, deswegen. Und die anderen, zum Beispiel hier die Gemeinde, die müssten wir eigentlich gar nicht mehr halten. Die bringt nichts. Die können wir genauso gut in den normalen Bienenstock reinmachen, dass die Honigwaben für uns produzieren. Genauso wie die können wir theoretisch auch in so einen Bienenstock reinklatschen. Dann haben wir wieder zwei Bienendinger frei.
Und den Rest brauchen wir dann nur, also den Rest müssen wir dann nur züchten, um die Kreuzungen daraus zu kriegen. Zum Beispiel die dickköpfige und so weiter. Dickköpfig, Einsiedler, Dämmerung. Einsiedler? Eine einsame Art, die es in der Nähe anderer Bienen nicht aushält. Sie ist nur nachts aktiv und dank ihrer Abschwung von Calignos und Calico recht aggressiv. Auch nur nicht so eine aggressive Biene. Aber gut, das wäre eigentlich auch eine Möglichkeit. Genau, weil diese Biene mag es nicht, bei anderen Bienen zu sein. Die möchte lieber alleine sein. Ich glaube aber nur zum Züchten. Eine einsame Art, die es in der Nähe anderer Bienen nicht aushält. Ich glaube nur zum Züchten muss die im Umkreis von anderen Bienen, darf nicht im Umkreis von anderen Bienen sein. Ich glaube, sobald die dann quasi, sobald wir die dann in der Hand haben und die dann benutzen können, das klingt falsch, aber ja, dann ist es, glaube ich, egal. Das weiß ich aber so pauschal jetzt nicht. Aber es ist eine recht einfache Art, weil die nur nachts aktiv ist und die Kaiser, Musik, Blitz, Heilig, Dickköpfig, Einsiedler. Einsiedlerbienen, Nebel, trübe Hybride, die keine anderen Bienen neben sich mögen. Sie sind definitiv meine Lieblingsbienenart. Das war mir klar, du alter Geizkragen. So, 985 Bienen. Super, okay. Ah, genau. Handeln. Den können wir verkaufen. Sind nur 50, aber hey, das ist 50 mehr. Also 50 Cent. Rubi-Cent. So. Alles klar. Das heißt, wir können die zum Beispiel hier oben. Das ist eigentlich eine super Idee. Die Blumenart ist dabei egal. Wir brauchen nur Nebel und Trüb. Caliginosus und Caligo. Caliginosus und Caligo. Also doch, Trüb und Nebel. Nebel und die Trüben waren unten. Holen wir noch kurz eine Trübe. Gucken dann, dass die Trübe mit dem Nebel kombiniert ist und nicht die Nebel mit der Trübe quasi, weil die Trübe braucht es ja warm. Und wir haben, ich weiß, können wir theoretisch auch hier unten machen. Theoretisch können wir das auch hier unten machen, aber ich habe jetzt halt oben gerade Bienenstock frei, da machen wir so. Ah, guck mal. Ja, die sind nämlich keine Blumen mehr. Und ohne Blumen arbeiten die nicht. Deswegen, das ist halt vorher, was ich meinte mit, du musst nicht unbedingt jede Blumenart, jede Bienenart gleichzeitig haben und die immer durchgehend zum Beispiel jetzt hier mit Blumen machen, sondern zum Züchten brauchst du die und wenn du deren Produkte haben willst. Das Produkte haben ist optional, das musst du ja nicht. Aber das Züchten ist halt wichtiger, dass man halt an die Bienen rankommt. Deswegen ist es, sobald ich alles mit der leuchtenden Biene habe, haue ich die weg. Das ist unnötig, ganz ehrlich, die brauchen wir nicht. Den Stress tue ich mir nicht an. So. Okay, und zwar gucke ich jetzt, dass wir hier oben, schön abseits von allen Bienen, ganz weit weg, machen wir jetzt Nebel und Trüb und hoffen, dass das funktioniert. Nebel, feuchtwarme Königin und die arbeitet perfekt. Was macht eigentlich diese Blume? Produktivität, ja, das ist super. Ich jetzt auch da rein machen, nein, jetzt ist die ja gerade in Benutzung. Stimmt. So. Ich bin gebraucht, den jetzt wegzumachen. So. Genau, der macht jetzt fertig. Der ist fertig, soweit. So. Zack, zack, zack. So. Alles klärchen. Genau, die arbeiten ja nicht. Das sind ja nachtaktive Bienen. Okay.
Alles klar, gut, dann würde ich mal sagen, das wäre es wieder gewesen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch frohe Ostern. Wenn ich mich recht erinnere, oben rechts seht ihr, oben rechts könnt ihr draufklicken für das zuletzt hochgeladene Video. Und oben links könnt ihr gleich abonnieren. Tut euch nicht weh. Mir macht's Freude. Und so bleibt ihr immer auf dem neuesten Stand. Ist euch überlassen. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und bis dahin, bleibt fresh!